Okay. Ich komme in Maybach vorbei und bin wie römisch. Ich darf und ich hab Eierstein. Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser G. Was geht ab, Leute? Sharif Banger hier. Es ist mal wieder was Neues rausgekommen. Und zwar Flexibility. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch heißt, aber ihr geht ganz einfach auf das Openness Lab, hier auf Extract und dann kommt ihr hier drauf. So wie ich das verstanden habe, also wir können es einfach mal machen und dann sehen wir ja gemeinsam, was das alles macht. Es gibt nämlich, also so wie Superrekrutierungskarten ziehen, könnt ihr halt eins nutzen oder gleich auch 10, dann kriegt ihr einen extra, was ganz gut ist. Und dann habt ihr diesen Pool an Attributen, was ihr nutzen könnt, ja. Nichts Besonderes, also ihr habt auch hier natürlich zwei Lilane, was auch ganz nett ist, aber sonst nichts. So wie ich das jetzt auch verstanden habe, kann man, wenn man jetzt beispielsweise zweimal Group Might hat, oder Gruppenangriff hat, kann man das einfach so wie bei der Zubehörfabrik das einfach zusammenfügen und dann hat man halt einen Teil, ne? Also ich zeige es euch mal, so ungefähr, einfach Combine, ja. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal und dann finden wir gemeinsam heraus, was das alles bringt. Achso, vielleicht gucken wir uns auch das mal an. Legendary, okay. Man kann dann hier sozusagen schauen, beispielsweise jetzt bei der, Flexibility required. Scheinbar kann man ein fünftes Attribut mit einfügen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Das müssen wir jetzt herausfinden. Ich mache das dreimal, weil dieses extra Ding, also plus eins nimmt man gerne mit. Legen wir mal los. Müll. Oder was heißt Müll? Gucken wir mal. Damage plus eins ist ganz gut. Das ist, glaube ich, Skill Damage, genau. Ist auch nicht schlecht. Hier, das ist immer ganz gut. Group Tactical Might. Oh, Might 5 ist auch nicht schlecht. Also es gibt halt schon Sachen, die man nutzen kann, aber sowas wie zum Beispiel Siege Attacker Resistance, beziehungsweise auf Deutsch wäre es dann Stadt, oder nee, Siege Attacker, das wäre Belagerungsverteidigung, genau. Ist jetzt nicht so dolle, ne? Braucht man nicht. So, weiter. Na, ja, naja, könnte besser sein. Resistance, ja, das ist auch nicht schlecht. Könnte besser sein und weiter geht's. Schade. Ah, warte mal, hier haben wir doch zwei Tactical Resistance und nochmal Tactical Resistance. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das kann man dann auch direkt, aha, sehr gut. Also, dann gehen wir jetzt mal rüber. Und zwar gehen wir mal hier rein. Was haben wir da? Okay. Kann man da irgendwas machen? Ah, was haben wir hier? Breakthrough. Split. Split to get the items below Polymer. Aha, okay. Das heißt, wenn ihr das splitten solltet, dann kriegt ihr 5 Polymerkristalle. Nimmt man mit. Breakthrough. Was ist das? Ich mache es jetzt einfach mal mit irgendeinem, was nutzlos ist. Nehmen wir das da. Nee. Nee, das da. Das ist ja kompletter Schrott. Materials required. Okay, jetzt habe ich Angst. Was passiert? Ah, okay. Jetzt wurde es auf grün. Split kriege ich 10. Ich will es nämlich nicht, das nützt mir nichts. Zack, habe ich 10 Polymerkristalle. Dann machen wir das auch. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und dann schauen wir jetzt mal, was wir eigentlich damit machen können. Kann man das quasi dann jemandem zuordnen?
acquire. Ah ja, man kann es ihm geben. Ich weiß aber nur nicht, ob man dann einen fünften Skill bekommt. Ich mache es jetzt einfach mal bei der hier, weil die nutze ich aktuell nicht so, oder? Habe ich einen anderen? Nee. Wir machen es jetzt bei ihr. Dann schauen wir mal, was kann ich ihr geben? Geben wir ihr einfach mal das da, acquire. Ah, okay, verstanden. Gut, also ihr habt es verstanden. Sie hat ein fünftes Attribut. Kann man auch ein sechstes haben? Nee, kann man nicht. Man kann nur fünf Attribute haben. Das heißt, ja, das ist richtig nice. Das ist super. Legendary Flexibility, okay, richtig nice. Dann machen wir das gerade auch wieder weg. Okay, also, wir haben jetzt gelernt, das heißt, wir können hier, wenn wir nochmal unter Extract gehen, beziehungsweise, nee, nicht hier, wenn wir auf Rekonstruieren gehen, Powerhouse, und dann kann man hier dieselben kombinieren und dann sozusagen die Qualität verbessern. Das machen wir jetzt mal fix. So, wir haben hier Tactical Resistance, nochmal Tactical Resistance, Tactical Might, also wir können es mit allen machen. Group Resistance. Komm, wir machen es jetzt mit Resistance, Breakthrough. Zack. Haben wir es in grün. Jetzt habe ich leider keins mehr. Das hier kann ich nicht machen, weil ich kein weiteres habe. Ich brauche ja immer zwei Stück. Wenn ich das jetzt nutzen sollte, brauche ich zwei Stück. Ah ja, das wird natürlich immer teurer und teurer. Aber es ist eine nette Sache auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal, was kann ich noch nutzen? Tactical Might hier. Breakthrough. Zack. Dann habe ich das. Jo, das sieht doch ganz nett aus. Also, eine super Sache, muss ich sagen. Wenn ihr natürlich eines von denen bekommen solltet, von den Lilanen, wäre es natürlich mega. Dann habt ihr hier gleich auch was Lilanes. Was ihr auch machen könntet, falls es die auch zu geben gibt. Nee. Ich glaube, man kann auch die hier dann nehmen, die drei lilanen Skills, sage ich mal, und dann die miteinander kombinieren. So habe ich das verstanden. Bin mir jetzt nicht 1000% sicher, aber man könnte das dann auch kombinieren, dann hat man was Goldenes. Jo, dann kann man es auch so machen, dass man jetzt das einem gibt, was ich jetzt erhalten habe. Ich habe ja Resistance, das gebe ich jetzt einfach mal ihr. Und das kann man ja beliebig einfach wieder rausnehmen und wieder ihr geben. Was super ist. Ja, also es geht nicht verloren, wenn ich es jetzt ihr gebe. Ich kann es auch einfach wieder wegnehmen und jemanden anderen geben, wie dem Heaven's Redemption als Beispiel. Ja, wir probieren alles aus. Geht das? Natürlich geht's. Klasse. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet, sag ich mal, mit mir gemeinsam gucken, wie das funktioniert. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine entspannte Woche. Peace.